Liebe Genossinnen und Genossen, erstmal freue ich mich hier zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist natürlich nichts, wo man sich leicht bewirbt, wo man sich leichtfertig bewirbt, nämlich mit der eigenen Partei mein Bundestagsmandat zu regeln. Und ich möchte mich auch bedanken, dass ich die Chance habe, mich bei euch vorzustellen und dass auch viele Leute zahlreich hier sind. Und ich möchte mich auch bei Axel bedanken, der große Fußspuren hinterlässt. Und ich freue mich, dass ich die Chance habe, die vielleicht zu beschreiten. Mal gucken, ob das alles klappt. Und danke auch, dass du im Vorfeld schon auch deine Unterstützung angeboten hast für den Wahlkampf. Ich glaube, das wird sehr wichtig. Ich hoffe auch, dass ihr Zeit hattet, meinen Brief zu lesen. Aber natürlich werde ich mich jetzt ein bisschen wiederholen. Also für die, die ihn schon kennen, ist das jetzt vielleicht nicht ganz so neu. Aber naja, ich stelle mich einfach nochmal vor. Ich bin Julia Schrapp, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe Politikwissenschaften, Englisch und Staatsrecht in Bonn studiert und arbeite seit 10 Jahren als Autorin und Beraterin, aber auch als Referentin im politischen Bereich oder als Bloggerin, wie ihr mich in der FAZ jetzt kennengelernt habt. Und habe unter anderem ein Buch über Angela Merkel geschrieben, weil man muss ja die politische Konkurrenz auch irgendwie kennen, nicht wahr? Muss mal wissen, worauf man sich einlässt. Und als der Kreis wahrscheinlich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, als Direktkandidatin für den Landkreis Leipzig zu kandidieren, habe ich mich natürlich erstmal gefreut, weil das natürlich auch, und das hat mein Vorredner Lange dir auch gesagt, dass ich wahrgenommen werde, dass ich als Politikerin auch ernst genommen werde und so eine Aufgabe mir zugetraut wird. Aber natürlich habe ich auch erstmal nachgedacht, weil ich dachte, das geht schon mit Verantwortung einher und das ist auch berechtigte Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und deswegen habe ich mir in langen Gesprächen selbst Mut zugesprochen, aber natürlich auch mit anderen mir Mut zusprechen lassen. Und jetzt kann ich hier stehen und sagen, ja, ich möchte mit euch darum kämpfen, für ein Mandat im nächsten Deutschen Bundestag. Aber warum ich? Warum Landkreis Leipzig und warum jetzt? Ich glaube, dass das Jahr 2021, das Superwahljahr, zentral wird. Das Ende von Merkel, aber auch die Corona-Krise bedeuten eine Zäsur. Und die Neoliberalen wollen schon längst die finale Axt an den Sozialstaat anlegen. Und dafür braucht es eine starke Linke, eine Linke, die ganz klar Nein sagt. Weil wenn wir es nicht machen, macht es niemand. Und es hat auch schon angefangen. Und ich glaube, wir als Linke stehen dafür, und dieses Plakat hier vorne zeigt das auch, wir stehen nicht dafür, dass geklatscht wird, sondern wir stehen dafür, dass die Leute gut bezahlt werden und dass sie gewertschätzt werden. Und wenn die Partei über den ländlichen Raum redet, dann hat das manchmal so ein bisschen was von einem Tier im Streichelzoo. Also wir müssen immer über den ländlichen Raum reden und hier und da. Dabei war die PDS und auch die Linke immer am stärksten, wenn sie vor Ort war, wenn sie bei den Menschen war. Wenn sie die Menschen ernst genommen hat, wenn sie sich gekümmert hat, wenn sie zugehört hat. Und ich glaube, unser Herz liegt im ländlichen Raum, aber unser Herz liegt auch vor Ort. Und ich glaube, dass Wahlen auf dem Land gewonnen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten ist es natürlich unser Anspruch, gleichwertige Lebensverhältnisse, Ost, West, Jung, Alt, Stadt, Land, Mann, Frau, hier geboren, woanders geboren. Und das Ziel ist und bleibt das gute Leben für alle. Drunter machen wir es nicht. Und es ist schön zu sehen, wie viele heute hier sind, auch wenn wir uns alle noch nicht so gut kennen, aber ich weiß, wie viel Arbeit und Herzblut und Engagement hier liegt und hier ist und wie viel Expertise. Und dafür möchte ich mich eigentlich einfach bedanken. Die Corona-Krise hat uns außerdem nochmal deutlich gemacht, was es für Chancen im ländlichen Raum gibt. Ich bin große Naturfreundin, eine grottenschlechte Anglerin, aber passioniert. Und es war wirklich in der Corona-Krise hart, nicht aus der Stadt rauszukommen. Und der Landkreis ist wirklich schön. Die Landschaft ist toll. Und ich glaube auch, dass langfristig im ländlichen Raum viele Chancen liegen. Wenn wir durch die Digitalisierung den Arbeitsmarkt etwas entzerren können, dann sage ich euch voraus, wird es eine massenhafte Stadtflucht geben. Ich fange ja schon damit an. Und wir sehen aber auch im Speckgürtel beispielsweise jetzt von Leipzig immer Kleeberg, was das bedeutet, nämlich die teuersten Immobilienpreise. Und ganz langfristig geht es um die Frage, wem gehört das Land? Da geht es um Uferzugänge, da geht es um private Wegerechte, wie sie Max in Grimma thematisiert. Da geht es um Bodenpreise, um Spekulationen und um Erhalt von öffentlichem Raum. Auch gestern waren wir im Kranberg, da soll einfach ein Stück Kulturgut weggebaggert werden für eine Autobahn. Das ist etwas, wofür wir kämpfen müssen, für den öffentlichen Raum, für öffentliche Daseinsvorsorge, weil das ist die Grundlage auch für ein gutes Leben, für alle. Und natürlich geht es auch um den Kampf gegen Rechtsextremismus und auch da bin ich, Kerstin, sehr inspiriert, deine Arbeit und deine Aufklärung
unermüdlich. Wir Linken wissen aber auch, dass die Rechtsextremismus nicht ohne die soziale Spaltung nicht ohne den Kampf gegen soziale Spaltung bekämpft werden kann. Und wir wissen auch, weil soziale Gerechtigkeit, Haltung, Weltoffenheit und Demokratie gehören zusammen. Jetzt muss ich ein wenig abkürzen. Liebe Genossinnen und Genossinnen, wir haben gute Themen, wir haben die wichtigen Themen, wir wollen die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Wir wissen, dass auch die Klimakatastrophe nur mit einem Systemwechsel verändert werden kann. Ich glaube, dass der letzte Parteitag ein Aufbruch war. Ich glaube, dass wir einen guten Wahlkampf machen können. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam gut hinkriegen. Und ich muss auch sagen, einmal eine tolle Vorstellung. Also ich würde mich auch freuen, solltet ihr euch für mich entscheiden als eure Kandidatin, würde ich mich freuen, wenn wir auch zusammen Wahlkampf machen. Weil jetzt geht es darum, jeden Infostand, soweit es die Pandemie zulässt, ich verteile mit euch FFP2-Masken, ich gehe mit euch zu jeder Kleingartenanlage und zu jedem Anglerverein, den wir finden können und demonstriere mit euch auch gegen die Nazis, wenn ihr, wie das sein muss. Und ich freue mich auf den Wahlkampf und wünsche mir, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt für einen Wahlkampf, der mit einer starken Linken am Ende steht. Danke.